Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. So, wir kaufen uns jetzt unsere empfohlenen Gegenstände und dann... So, und dann zeige ich euch mal die Gegner. Hier, wir spielen mit V, Kha'Zix, Master Yi und Syndra gegen Caitlyn, Syrah, Riven, Nocturne und Kassadin. So, und wir gehen jetzt Bot. Oder Top. Okay. Wie macht er das umgedrehte Fragezeichen? Wie hat er das gemacht? Das ist ja voll geil. Kommt schon. Naja. Ist ja auch egal. Ja, jetzt wird wieder Noob geschrien. Das kriegt ihr gleich zurück. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Und auf. Ah, Mann. Los, gehen wir! Boah! Mir ist es doch wurscht, wo ich hingehe. Kommt ihr damit klar? Notfalls, boah, ich mag das echt nicht, wenn die da mit an einer anderen Sprache reden. Schreiben hier. Sonst dann wird es mir wieder flamen und da die schon öfters. Die haben schon öfters meinen Namen erwähnt. Ich garantiere die Flame über mich und das nur, weil ich. Weil ich Ryze genommen habe. Ich habe sogar als erst ausgewählt. Und die Syndra hat dann geschrieben, sie bin Mitte. Und weil ich dann trotzdem eingeloggt habe, hat sie da rumgesponnen. Ich spinne jetzt alle rum. Weil sie, es gibt die Strategie, festgelegte Rollen, so einer für Mid und dann noch Jungler und einer für Top und ein AD Carry für Bot dann noch mit einem Support. Und was weiß ich jetzt noch alles gibt und diese festgelegten Rollen. Was macht Master Yi da? Hat er keinen Bock oder was? Diese festgelegten Rollen, die haben sich mittlerweile schon etabliert. Scheiße, ich bin genau reingerannt. Und wenn auch nur einmal etwas anders ist, dann ist es sofort schlecht. Finde ich allerdings nicht, weil man kann ja auch genauso gut mit Ryze Bot gehen. Wer sagt, dass Ryze einzig und allein ein Char für, also ein Champion für die mittlere Lane ist? Hat nie jemand behauptet. Ist halt nur so bei Ryze, naja, sich so als für die Mitte anbietet, weil er sehr schnell Minions töten kann. Ach Mensch, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich will in Ruhe Minions töten. So, einmal erwischt. Neue Stufe. Ah, Mist. Mit Überladung hätte ich sie bekommen. So, Yi kann sich jetzt heilen. Ah, Mist, die Caitlyn hat mich einmal angegriffen. Na, was findet... Wie findet ihr das? Ist jedem einzelnen... Gibt's doch nicht. Ist jedem einzelnen Charakter hier eine feste... Also Champion, eine feste Rolle zugeordnet und er darf nichts anderes spielen... Oder kommt es immer auf den Spieler an und so? Wie findet ihr das? Na toll. Zum Glück habe ich ein paar Heiltränke. Und ich habe sie sogar mal benutzt. Aber jetzt sollt ihr aufpassen. Ich habe nämlich keine mehr. Und da ist die Syrah drin. Ach, die Caitlyn geht mal so auf die Nerven mit ihren... Oh. Mit ihrem Angriff hier. Ah, jetzt kommen die mit ihren ganzen Minions hier. Ich glaube, das... So.
Nein, es ist doch nicht eng geworden. Ich dachte, das könnte eng werden, aber egal. Scheiße, jetzt ist mir meine Maus an den oberen Bildschirmrand gekommen. Ah, ich hätte sie vielleicht zu festsetzen sollen mit Ruhenkäfig. Kommt ihr damit? Naja, egal. Ah, die Syrer, will die abhauen oder was? Wo ist Caitlin? Caitlin ist nicht mehr da. Oder ist sie da drin? Ups, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Wieder ein Level Up, jetzt haben wir Überladung normal geskillt. So, ich weiß gar nicht, was wir uns als nächstes kaufen sollten. Ich schreibe mal SS1 Bot. Ein Verbündeter. Los, gehen wir! Okay. So, wir sollten unbedingt abhauen. Scheiße, sie haben mich getötet. Ja, der hier ist gut. Als nächstes die Laufstiefel. Und dann die Zaubererschuhe. So, jetzt haben wir einen getötet, sind dafür selber gestorben. Wie schaut's aus, sie? Wirst du mit der Kettle fertig oder nicht? Bin unterwegs. Oh, schaut gefährlich aus. Du solltest dich unbedingt zurückporten, Yi. Oder heilen, der Yi kann es ja. Heil dich mal. Kannst du dich nicht heilen, Yi? Haben die das geändert? Doch, jetzt heilt er sich. Los, gehen wir. So, jetzt müssen wir ab und zu mal wieder diese Fähigkeiten einsetzen, damit wir auch ja viel kriegen. Durch... Jetzt haben wir nicht einen einzigen getötet. Durch die Trainer der Göttin. So, die irritieren mich da immer. Ich sehe das unten rechts blinken und weil ich unten rechts bin, denke ich immer, das gilt mir. Nein! Ah, schon wieder! Ich freue mich, wenn ich endlich mal richtig Schaden mache und vor allem, wenn ich nicht mehr aufs Mana schauen muss. Das ist ja das Problem, ich muss aufs Mana schauen. Kommt ihr damit klar? Dame Blue Amigo, ich verstehe kein Spanisch, keine Ahnung. Oh, verdammt, da ist die Wii! Wir müssen hier unbedingt helfen. Okay. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, sonst wäre ich gleich mal runtergerannt. Aber ich glaube, der Wii hat es auch nicht gesehen. Die sieht, dass ich hier drin bin. So. Das erste Mal glaube ich, dass ich über irgendwas drüber geblitzt bin. Oh, oh, oh. Los, gehen wir! Yi, kannst du dich nicht heilen? Ja, vielleicht hätte ich die Kälte festsetzen sollen und dann abhauen. Ich glaube, das wäre besser gewesen, dann hätte ich jetzt nicht mehr so viel Schaden bekommen. Lassen wir doch mal die Min. Oh, jetzt sind sie zu dritt. So, hat er uns getroffen? Nein, hat er nicht. Aber das ist eine Falle von Caitlin. Los, gehen wir. So, Caitlin, du triffst mich nicht normal. Ah, aber wir haben schon wieder so wenig Mana. Wir könnten uns die Zaubererschuhe jetzt kaufen. Das kriegt ihr
gleich zurück. Sorry, was machst du? Ich glaube, der Nocturne ist doch noch da. Willst du das wirklich wagen? Kommt schon. Wenn ich jetzt Blitz hätte, dann könnte ich jetzt runterfliegen und den fertig machen. Also runterblitzen und den fertig machen. Die Syrer. Na toll, da war eine Falle drin. Das ist nicht gut. Schau mal. Oh. Ah, wir haben fast kein Mana mehr. Was machst du da? Die sehen dich doch. Nein, das Mana muss ich aufheben jetzt. Nur noch normale Angriffe. Für den Fall brauchen wir immer ein bisschen was. Haltet mich nicht auf. So, jetzt haben wir hier mal die Fallen weg. Und dann porte ich mich zurück. So. Dann kaufen wir uns die hier und vielleicht können wir uns schon ein bisschen was mehr auch noch kaufen. Nee. Leider nicht. So, halt durch, Masse, wir sind gleich wieder da. Schneller als vorher. We got a fucking badass Nocturne. Ja, der Nocturne scheint zu tun, was er will. Keine Ahnung. Kommt schon. Perfekt, die. So, und wir sind auch schon wieder da. Wow, jetzt werden wir da fast reingerannt. Zwei Gegner wurden getötet und nur einer von uns. Drei Gegner wurden getötet. Los gehen wir. So, in knapp 25 Sekunden haben wir auch wieder Blitz fertig. Also bereit. Haltet mich nicht auf. Wow, das war knapp daneben. Wenn sie das nächste Mal herkommen, blitze ich vor, hau sie in den hohen Käfig und dann mache ich sie fertig. Kommt ihr damit klar? Ja, sollte ich das riskieren? Jetzt, wo Yi weg ist? Kommt schon. Ja, zum Glück nichts geworden. Los, gehen wir! So, was jetzt? Die, wo bleibst du? Was macht der? Der kommt echt nicht. Da, aber die Wie ist unten. So, sorry, wie du bist gestorben. Das wollte ich nicht. Wow. Jetzt habe ich meinen Entzündend eigentlich umsonst eingesetzt. Noch zu hören. Boah, den haben wir auch voll zerlegt. Oh scheiße, jetzt habe ich wieder kein Mana mehr. Ey, und ich habe Rot. So, ich bot mich jetzt mal zurück. Denn ich habe kein Mana mehr. Aber 3300 Gold. Ha, da können wir das da kaufen. Als nächstes kaufen wir uns das hier. Start der Zeitalter.
Und zack, los. Oh, unser Turm liegt auch nicht mehr lange. Da wird es ja Zeit, dass ich endlich mal genügend Mana kriege, sodass ich gar nicht mehr darauf achten muss. Los, los, gehen wir! So, schauen wir mal. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Nein, verdammt! Ich habe mich ablenken lassen! So. Scheiße, ich hab den Falschen getroffen. Egal. Los, los, gehen wir! Schauen wir mal. Kommen dann. Oh, die gehen aber. Die hauen. Gehen zurück. Ah, das schauen wir mal. Kommt schon! Und, ist es was geworden? Ich glaube nicht. Scheiße. Aber den Turm können wir fertig machen. Ah, da oben kommt noch die Syndra. Oh fuck. Da geht's ja voll ab und ich hab's nicht bemerkt. Scheiße, da hätte ich eigentlich helfen müssen. Dafür töte ich jetzt den Turm. Oh, oder auch nicht. Scheiße. So, schauen wir mal. Scheiße. Unser Team hat einen Turm zerstört. Wie geil. So, hier ist wieder hinten beim Regenerieren. Boah, ich verstehe echt kein Wort, was sie da sagen. Irgendwas wollen die sagen. Ich habe keine Ahnung. So, boah, jetzt regenerieren wir ja wieder. Ein Verbündeter wurde getötet. Haltet mich nicht auf. So, damn, sagt der ein Masi. Ach, war der gar nicht mehr da? So, jetzt leckt, hat es gerade ein bisschen bei mir geleckt. Ich sollte unbedingt abhauen, weil mir das zu viele Typen sind. Scheiße, jetzt leckt schon wieder. So, ich port mich wieder mal zurück. Immerhin sind wir schon wieder, haben wir keinen Mana mehr. Was? Der Gegner hat den Turm zerstört? Was ist denn hier los? Wieso? Und wieso leckt's jetzt schon wieder die ganze Zeit? Ach, dieser Nocturne. So, wieder Bot. Ein Verbündeter wurde getötet. Nein, Katzix wurde gekillt. Sollen wir ihm helfen? Nee, wir gehen Bot. Goldfarm. Oder komm, wir helfen ihnen. Ich glaube, das ist besser. Die sind Bot ist ja gerade gar keiner mehr. Kommt ihr damit klar? Oh. Aber der Sound ist gekommen. Okay. Dann gehe ich jetzt runter. Ich hoffe, da ist nirgends einer. Aus dem Drachenhals. Los, los, gehen wir! Ein Verbündeter wurde getötet. So. Der Turm, der fällt. Ein Gegner wird zum Berserker.
Team hat einen Turm zerstört. Ja, das haben wir. So, und jetzt porten wir uns zurück. Wir haben 1080. Wir holen uns jetzt den Stab der Zeitalter. Zack, den Hammer. So, und jetzt mache ich mal anders als zuvor. Den Stab des Erzengels, den kaufe ich noch nicht. Ich kaufe jetzt erstmal den leeren Stab. Haltet mich nicht auf. Und dann werde ich mir die Dev-Items kaufen, denn der Stab des Erzengels, ganz ehrlich, das ist, wird höchstwahrscheinlich lange dauern, das Spiel. Und dann kann ich mir den zuletzt auch noch kaufen. Und, ja, für den brauche ich nur einen weiteren Slot. Also, den werde ich mir nicht zuletzt kaufen, sondern als vorletztes. Da ist die Syndra. Und die Syrer. Scheiße, ich konnte sie nicht retten. Oh, verdammt, da ist die Wie. Verdammt. Jetzt muss ich echt aufpassen. Aber ich habe schon wieder rot. Kommt schon. So. Und wir haben 1500 Gold. Also da rendiert sich doch mal zurück zu porten. Und dann sofort wieder in Mitte zu gehen. So, 1000 Gold brauchen wir. Halt, wir müssen uns erst heilen. So, jetzt hat. So, hey, wir sind erst einmal gestorben in 20 Minuten, über 20 Minuten. Wie geil ist das denn? War ich schon mal jemals so gut mit Ryze im Classic 5.5? Ich weiß es nicht. So, verstecken wir uns mal hier. Was macht die Syndra? So, und jetzt schauen wir mal, wenn hier dann die Minions kommen, aber die Syndra ist nicht mehr da. Da war da gerade der Kassadin, habe ich den Charakter gesehen? Komm schon! Ja, gekillt! So, der Masi kümmert sich da um die Minions, dann mache ich die Minions hier oben. Ach, die wollen Drache. Na, dann machen wir Drache. Was? Wo? So, dann gehen wir mal. Wir haben jetzt den Drachen bekommen, voll geil. Wir haben jetzt über 1000 Gold. Wir können uns den leeren Stab theoretisch schon kaufen. Alle Mitte, das machen wir doch mal. Verdammt. Ha, aber ich habe die Caitlyn auch noch getroffen. Habt ihr das gesehen? Wie geil. Die anderen gehen dahin. Verstecken wir uns doch hier. Okay, haben wir lieber ab. Wenn der. Alleine wollen wir da ja auch nicht stehen, wo drei Champions sind. Wir gehen jetzt hier nach oben. Ah nein, die Wii will zu uns. Oder auch nicht. So, jetzt sind wir zu dritt. Haben die da jemanden von uns gefunden? Nein. Aber von denen sind, glaube ich, alle fünf da. Kann es sein? So, skillen, skillen, skillen. Dominieren, voll geil. Der Turm, der fällt.
Oh, und ich finde es auch voll geil, von denen sagt keiner was wegen KS. So, Kassadin. Wieder runter? Glaube ich schon. Los, los, gehen wir. Wo ist er? Da ist er. Der Kimmel. Oh oh. Den halt machen wir fest. Und hauen ein bisschen ab hier. Wir haben 2000 Gold, dafür kaufen wir uns jetzt was. Katzix, ja, der sollte lieber auch weg abhauen. So, einmal das hier und dann kaufen wir uns. Ja, können wir uns fast sogar den Saphir-Kristall kaufen. Aber der leeren Stab, der ist jetzt schon geil, weil der macht 35% Magieresistenz Reduzierung, also Ignorierung eigentlich. So, ich glaube, ich sollte Katzix helfen. Okay, er ist tot. Gehen wir Syndra helfen. Die will Katzix helfen, aber er ist doch schon tot. Wir sollten vielleicht hier bleiben. Nur zur Sicherheit, damit sie uns nicht wegstirbt. Gehen wir lieber zu Wie. Wie mag ich mehr? Das kriegt ihr gleich zurück. Oh, jetzt hätte ich fast auf D gedrückt, also fast Blitz benutzt. Wow, wo kommt der auf einmal her? Kommt ihr damit klar? So, wir sind jetzt zu viert hier. Und ich habe keinen Schaden an Syrah gemacht. Kommt schon. Und ihr Schuss ging auch ins Leere. Wow, verdammt, ich bin zu nah am Turm. Also echt mal, Nocturne, das war schlecht. Gezielt, sag ich mal. Ja, greifen wir den Turm an. Der Turm ist tot. Greifen wir die Minions an. Okay, greifen wir die Typen an. Ich habe immer noch rot. Gibt's das? So, der Turm, der fällt auch. Okay, dann... Voll geil! Ich sollte da abhauen, ja. Ja, ey, ich war ja gar nicht drin, wie geil. Wie ist das denn? Ah, Mist, die Gegner haben aufgegeben. Naja. So, wie hat's euch gefallen, das Spiel? Schreibt's mir doch auch bitte in die Kommentare, wie seht ihr das? Feste Champion-Rollen oder nicht? Kann man alles anders machen? Ihr habt gerade gesehen, es geht anders. Ich war mit Rysebot, wir haben die voll fertig gemacht. Was sagt ihr dazu? Ich will eure Meinung wissen. Ja, und in diesem Sinne, ciao!